Yeah. Ich versuche gerade von meinem Handy runterzukommen. Sind Handy-Junkies hier heute? Okay, alles klar, ihr seid sehr stolz drauf, okay. Nee, weil ich merke, mich macht der Scheiß narzisstisch. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber zum Beispiel jedes Mal, wenn ich eine Sprachnachricht an jemanden schicke über Instagram oder WhatsApp, die kann 10 Minuten lang gehen, ich höre mir meine gesamte eigene Scheißnachricht nochmal an. So, ich weiß genau, was ich gerade gesagt habe. Es ist nicht so, dass ich was Neues erfahre, aber irgendwie so eine Stimme in mir, die sagt so, oh ja, oh, hör dir deine eigene Sprachnachricht, oh, du klingst so sexy, oh, man hört nicht mal, dass du auf dem Scheißhaus sitzt. So, noch schlimmer ist, wenn ich irgendwie Videochat mit jemandem mache, so Skype oder so, ich weiß nicht warum, aber ich gucke immer nur mein Bild an. So, kein Scheiß, ich mache mein Bild manchmal noch größer. Scheiß auf den anderen. Ich will in meine Fresse gucken, während ich sage, hey, schön dich zu sehen. Ja. Oder Google Maps so. Ich hatte mal ein Gehirn. Ja, jetzt habe ich Google Maps. So, es gab eine Zeit, könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, so, wo man sich vor Google Maps noch so an Wege erinnern konnte, die man gegangen ist. So, heute vergiss es so. Wenn, du kannst mich zu einer Adresse schicken, die ist einen Block von meiner Wohnung entfernt. Wenn auf halber Strecke mein Akku leer geht, ich verdurste. Ich bin am Arsch. Und es sind immer die ersten Sekunden, die einen aussehen lassen wie der komplette Vollidiot. Es ist immer dieses so voll selbstbewusst erstmal, ah cool, navigieren, okay. Ach fuck, Digga. Ach fuck. Ach verdammte Scheiße, ich will doch nur ins Badezimmer. Das ist echt übel. Ja, ich höre auch gerade auf mit Pornos schauen, weil Pornos stumpfen so krass ab, Mann. Vor allem, moderne Pornos sind so brutal, die erinnern mich weniger an Sex als an so einen MMA-Kampf. Ja, guck dir mal so einen klassischen Hardcore-Porno an. Frau wird von hinten genommen, mit der einen Hand wird sie geschlagen, mit der anderen Hand wird sie so gewürgt. Ich guck mir das an, ich denk mir nur so, Mädel, klopf ab. Du verlierst. So, ich bin nicht mal geil, ich sitze einfach nur da und fress Chips. Und frag mich, wo der Ringrichter bleibt, um abzubrechen. Ja, so werden Männer abgestumpft. Aber Mädels, ihr werdet auch abgestumpft. Zumindest manche von euch mit eurem viel zu krassen Sexspielzeug. Meine Affäre kam neulich zu mir mit so einem Ding. Ich so, Baby, was ist das? Sie so, das ist ein Vibrator. Ich so, Baby, das ist ein Presslufthammer. Ich habe heute jemanden in Berlin auf einer Baustelle damit gesehen. Wo hast du das gekauft? Bei Obi? Die so, der ist halt ein bisschen leistungsstärker. Ja, gib mal her. Ich mach das Ding an. Mein Arm wurde durchgeschüttelt, als würde ich so ein Maschinengewehr abfeuern, Alter. Ich wollte, dass ich das Ding benutze. Ich so, okay, wenn ich das benutzen soll, dann machen wir ganz offiziell Arbeitsvertrag, Sicherheitsschuh, ich melde ein Gewerbe an, so. Vorher mache ich damit gar nichts, okay? Ja. Wow. Schöne Hand, hä? Ja. Aber am meisten ist es, am schlimmsten merke ich es beim Fernsehen gucken. Ich habe aufgehört, Fernsehen zu schauen. Gibt es hier Leute, die Fernsehen gucken? Mal applaudieren, bitte. Ja, so exakt 3 Leute. Ich glaube euch kein Wort. Es sind safe mehr. Aber ich habe aufgehört, Fernsehen zu schauen. Mein Mitbewohner guckt sich immer diese Talentshows an. So dieses The Voice. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. So. Und ich habe mir das jetzt ein paar Mal auch angeguckt. Mir ist eine Sache aufgefallen. Ich habe eine Sache beobachtet. Und zwar, wenn da Leute sind, die gut aussehen und gut singen können, dann sind alle so, okay, sieht gut aus, kann gut singen, nichts Besonderes. Also hat man irgendwie schon oft gesehen. Aber wenn derjenige, der da gut singt, richtig krank hässlich ist, dann sind alle auf einmal so, oh wow, oh das ist so inspirierend, ey das ist so eine schöne Seele. Und es fängt schon so mega assi an, so diese komplett fette Katastrophe kämpft sich auf die Bühne zu trauriger Musik. So, dieser Typ läuft so auf die Bühne, im Hintergrund läuft, you are beautiful, no matter what they say. Plötzlich steht er da, ja hallo, mein Name ist Thomas und ich habe nicht so ein Selbstbewusstsein. Und im Hintergrund läuft immer noch, words can bring me down. Und auf einmal fängt er an zu singen und keiner hätte erwartet, dass aus so einem genetischen Roulette so eine schöne Stimme kommt. Der Typ hat gerade noch aus der Zahnlücke gesabbert und plötzlich fängt er so an, so, I just wanna feel real love in the home that I live in. Und alle im Publikum so, oh mein Gott, du hässlicher Fettsack, du bist so inspirierend.
Und dann kommt die Jury, dann kommt die Jury ins Spiel. Und die haben den ja noch gar nicht gesehen, weil die waren die ganze Zeit mit dem Rücken zu dem. Und dann drücken die auf ihren Knopf und du siehst diesen Schock in diesem Gesicht. Dann so, fuck, ist der hässlich, Alter. Einer versucht noch panisch auf den roten Knopf zu drücken. Würde ich in dieser Jury arbeiten, ich würde so einen Knopf erfinden. Wenn du siehst, der Typ ist zu hässlich, kannst du direkt nochmal drücken, Alter. Drehst dich einfach weiter. Ja. Ich weiß nicht, fühlt ihr das so? Könnt ihr mich da nachvollziehen? So, ich kann mich irgendwie entspannter mit hässlichen Menschen unterhalten? Ja. Deswegen versteht ihr euch so gut. Nee, Spaß. Nee, aber alles gut. Nee, wirklich, ich irgendwie... Wenn ich mit einem unattraktiven Mensch rede, ich kann so voll gut ich selbst sein, ich fühle mich krass wohl in meiner Haut. Wenn mich eine unattraktive Frau auf einer Party anspricht, bin ich einfach nur so, hey, ja, alles cool bei dir, ja, ich mache noch ein paar Scherze, sie findet mich super. Aber sobald eine heiße Frau auf mich zugeht, bin ich einfach nur so, hey, ich bin kein Hurensohn. Ich verhalte mich, wie als hätte ich noch nie eine Konversation geführt. So, ich laufe rot an, fange an zu stottern, leugne den Holocaust. Ich stehe so da, so, hey, echt schöne Haare, aber jetzt mal im Ernst, 6 Millionen Juden, komm schon. Was für eine Lügenpresse ist das? Es gibt rap, pum, 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 pum. Ja. Nee, ich merke schon, ich habe schon so lange so eine Unsicherheit in mir. Und, weißt du, deswegen bin ich schon immer auf Selbstfindung irgendwie. Und nach all den Jahren, ich habe keine Ahnung, wer ich bin. So, das ist das Einzige, was ich mit Brad Pitt gemeinsam habe. Wir haben beide keine Ahnung, wer ich bin. Und ich merke das wirklich immer, wenn ich mit Menschen rede. Ich merke immer so eine Unsicherheit. Und ich habe mir neulich gedacht, weißt du, es reicht jetzt. Ich habe die Schnauze voll. Ich habe 2 Optionen. Entweder ich fange an, richtig krass zu trainieren, dass ich so einen perfekten Körper habe, um meine Unsicherheit zu kompensieren. Oder ich setze mich jetzt endlich mal in der Tiefe wirklich mit meiner Unsicherheit auseinander und reife ein authentisches Selbstbewusstsein heran. Und ja, ich mache jetzt montags Brust, Bizeps, Trizeps. Oh, bin voll dran, Leute. Ja. Ich habe echt alles gemacht, um mich selbst zu finden. So, ich habe Therapie gemacht, ich habe im Amazonas-Regenwald bei Schamanen gelebt, ich habe Greta Thunberg-Fans auf Facebook gemobbt und ich habe Meditation gelernt. Ja? Und nach 12 Jahren regelmäßiger Meditation, Leute, kann ich euch sagen, der Scheiß funktioniert überhaupt nicht, Alter. Leute haben dieses rosige Bild von Meditation so, dieses du setzt dich hin, schließt die Augen, bist sofort in einem inneren Frieden. Das Einzige, was in deinem Kopf abgeht, ist so ein tibetischer Mönch und der singt so ein Mantra, der macht so. Greta Thunberg wird in den Medien überrepräsentiert. Ja, danke. Aber bei mir ist es anders, Mann. Sobald ich mich hinsetze, geht die Scheiße hier oben erst richtig los, Alter. So, ich schließe die Augen sofort, mein Kopf einfach nur, Digga, du bist so ein Lauch. Du bist so ein verfickter Lauch. Ey, Digga, aber mal eine andere Frage. Warum bist du so ein Lauch? So, Digga, Alter, was geht hier? Aber ich muss weiter meditieren, weil ich bin einfach so ein negativer Typ irgendwie. Ich raste aus bei so kleinen Sachen. Das sind die kleinen Alltagssachen, die mich wirklich, die großen Sachen sind schlimm, keine Frage, aber die kleinen Alltagsnadelstiche sind die, die mich irgendwann mal umbringen werden. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich war heute bei Lidl, ich kaufe da meine Hafermilch. Ja? Und die hatten die anscheinend nicht gerade da. Und ich gucke einfach gerade so nach der Hafermilch und so, warum kann ich einmal in meinem verfickten Leben, ach, da ist die Hafermilch. Da ist die Hafermilch. Ich raste sofort aus. Oder... Ganz schlimm ist es bei, ich wette, ein paar von euch kennen das so, jedes Mal, wenn ich Wäsche wasche, ich mache das immer so. Also ich mache die Waschmaschine auf, ja, und ich hole dieses Knäuel raus und lege das einfach so auf den Wäscheständer, weil ich zu faul bin, mich jedes Mal einzeln zu bücken, wisst ihr, was ich meine? Und dann liegt dieses Knäuel da drauf, und jedes Mal, wenn ich dann was rausziehe, um es aufzuhängen, fallen Sachen durch diese verdammten scheiß Gitterstäbe durch. Und ich habe diese Woche das gemacht und ich ziehe so eine Hose raus, eine Socke fällt durch die Stäbe. Und ich ziehe noch was raus, noch eine Socke fällt durch die Stäbe. Und bei der dritten Socke, die durch die Stäbe gefallen ist, stand ich einfach nur da und dachte mir, Digga, ich habe so eine scheiß Kindheit gehabt, Alter. Leute, das war meine Zeit, ihr wart Hammer. Ciao.